Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und ich bin heute wieder auf der Hohen Wand in Niederösterreich unterwegs und habe mir für heute eine ca. 6 Kilometer lange Runde hier auf der Hohen Wand herausgesucht. Und in dieser Runde bin ich jetzt schon mittendrin und komme jetzt gerade an die Stelle, weshalb ich hier eigentlich hergekommen bin, nämlich dem Gebirgsvereinsklettersteig. Der ist da genau hinter mir, der Einstieg. Und den möchte ich heute machen. Ist ein Klettersteig mit Schwierigkeitsklasse D und hat 200 Höhenmeter an Kletterdistanz. Also 200 Höhenmeter sind auf dem Klettersteig kletternd zu überwinden. Und angegeben ist die Kletterzeit mit circa einer Stunde. Die ganzen Details könnt ihr auch nachlesen auf der Webseite bergsteigen.com. Das ist die Webseite, wo ich mir die ganzen Informationen für die Klettersteige, die ich so mache, heraussuche. Wirklich eine tolle Seite mit guten Tourbeschreibungen, Klettersteigbeschreibungen, schöne Topos dazu, also Grafiken von dem Klettersteig. Und GPS-Tracks dazu, richtig gut. Ich habe den GPS-Track allerdings etwas abgewandelt, weil ich die Runde dann noch etwas vergrößert habe. Und anfangen tut der Klettersteig relativ einfach, so mit Schwierigkeitsklasse B in etwa am Einstieg. Geht dann durch die erste Wand durch, das ist die sogenannte gelbe Wand, aufgrund der Farbe vom Fels, der ist so ockergelb gefärbt. Dann geht es weiter hoch über den Schneebergblick. Ich denke, wir haben heute auch gute Chancen, dass wir den Schneeberg auch tatsächlich sehen. Der ist nicht weit weg von hier, sollte sich also machen lassen. Vom Schneebergblick dann hoch über einen Grat drüber zur Seilbrücke, eines der Highlights auf dem Klettersteig. Und nach der Seilbrücke geht es direkt weiter über Leitern. Und über die Leitern kommt man dann auf einen, ja, schauen wir mal, ob es wirklich ein Rastplatz ist. Es sollte einer sein, mal schauen, wie das dort genau ausschaut. Und nach diesem Platz geht es dann richtig los mit den richtig schweren Stellen. Da kommen dann die Stellen mit C, C, D bis D am letzten Stück. Ja, mal schauen, wie das dort ausschaut. Man hat nach der Seilbrücke nochmal an der Seilbrücke noch die Chance auszusteigen über einen ausgesetzten Wanderweg, der nicht versichert ist. Das wäre so der Notausstieg quasi, wenn ich merken würde, okay, das geht jetzt vielleicht kräftemäßig nicht mehr oder so. Ich glaube zwar nicht, dass das notwendig ist, aber es ist zumindest gut zu wissen. Ja. In dem Sinne werde ich jetzt dann mal zum Einstieg des Klettersteigs gehen, werde dann meine ganzen Sachen anlegen, Helm aufsetzen, Gurt und so weiter. Und werde mich dann an den Einstieg machen. Und wenn ihr wollt, dann kommt's mit. We'll be right back.
Puh, das war ganz schön anstrengend. Das letzte Stück hat es nochmal ganz schön in sich gehabt. Aber ein super schöner Klettersteig. Wirklich toll. Super schöne Aussichten. Gute Sicht auch heute. Gute Fernsicht. Und ja, echt nicht schlecht. Es ist jetzt ungefähr 12:45. Das heißt, ich bin jetzt so circa 2,5 Stunden insgesamt unterwegs, habe ungefähr 3 Kilometer laut GPS schon hinter mir. Wobei, ich weiß nicht, ob das so ganz genau stimmt. Von der Wegstrecke habe ich jetzt noch so circa 3,5-4 Kilometer vor mir. Aber ich werde mir jetzt erstmal einen ruhigen Platz suchen und dort mal ein bisschen Mittagspause machen, mir einen Tee kochen. Banane essen, Trockenfrüchte, ich habe getrocknete Marillen diesmal mit, also Aprikosen. Und die werde ich mir dann vergönnen, werde mir dafür aber einen Platz suchen, der etwas weiter weg vom Weg ist. Weil ich bin jetzt da ziemlich nah am Weg dran und es gehen da doch einige Leute vorbei. Also ich werde mir dann einen Platz suchen, der ein bisschen weiter ab vom Schuss ist. Und ja, dort werde ich dann mal ein bisschen Pause machen, rasten, mich erholen. Es war schon ziemlich anstrengend. Im Kräftezehren, speziell das letzte Stück, das hat es echt in sich. Weil auch die Felsen ziemlich glatt sind. Also ich habe auch gesehen, mit den schweren Bergschuhen werde ich das nicht mehr machen. Ich werde mir da in Zukunft wieder meine leichten Schuhe mitnehmen, meine Halbschuhe. Mit denen tue ich mir am Klettersteig deutlich leichter, weil sie einfach flexibler sind und ich mehr Gefühl habe. Ich bin ein paar Mal abgerutscht vom Fels mit den Schuhen, weil ich einfach keinen guten Stand gehabt habe, weil ich es auch nicht gescheit gespürt habe. Es war nicht so ideal. Aber es ist wieder ein Erfahrungswert. Also in Zukunft wieder Halbschuhe mitnehmen und am Klettersteig mit den Halbschuhen gehen, das ist, funktioniert deutlich besser. Aber es war okay, es hat funktioniert. Ich bin zufrieden. Eine Situation war nicht ganz so schön, wo ich abgerutscht bin. Bin ich dann noch ein Stück am Seil runter, aber nicht in die Sicherung rein, sondern ich habe mich noch mit der Hand festgehalten gehabt am Seil. War okay, Gott sei Dank habe ich die Handschuhe angehabt. Sonst könnte es sein, dass das vielleicht ein bisschen böse ausgegangen wäre. Aber alles gut gegangen. Die ist halt auch schon recht hoher Schwierigkeitsgrad, das fällt einfach schon unter Kategorie schwer. Ich sage mal, das ist jetzt mal für mich die erste Grenze. Das war auch genau der Grund und der Sinn, warum ich den heute gemacht habe. Der letzte Klettersteig, weiter drüben auf der Hodenwand, das letzte Mal mit C bis D, war noch okay, da habe ich gesagt, okay, da geht noch mehr. Bei dem muss ich jetzt sagen, der hat jetzt wirklich D gehabt und ist auch wirklich D. Das ist momentan für mich, muss ich sagen, die Grenze. Da muss ich einfach noch mehr Erfahrung sammeln, auch mehr Krafttraining noch machen. Mehr tun. Aber gut zu wissen, ich weiß jetzt, bis wohin ich gehen kann. Ich weiß, dass ich zum Beispiel den HTL-Steig, sollte irgendwann wieder eröffnet werden, nicht machen werde im Moment. Weil der geht dann schon auf E rauf. Und da sage ich momentan einfach, muss die Vernunft siegen. Das macht keinen Sinn, dass ich dann dort in der Wand hänge und nicht gerade weiterkomme oder mich da selber in Gefahr bringe. Das macht keinen Sinn. Gut. Nachdem da wieder Leute kommen, mache ich an der Stelle mal Schluss, gehe weiter und suche mir jetzt mal meinen Rastplatz.
Ja, hallo Leute, ich bin zurück beim Auto. War jetzt insgesamt gute 5 Stunden unterwegs. Laut GPS sind es 10 Kilometer, das glaube ich aber nicht. Ich denke, es wären so in Summe ja, 6,5, 7 gewesen sein. Ja, der Klettersteig wunderschön, wenn auch saumäßig anstrengend. Ich habe nicht ganz die angegebene Stunde Kletterzeit gehabt. Ich denke, ich war so eine Dreiviertelstunde in etwa in Summe im Steig unterwegs. Ansonsten, der Rest der Tour war auch super schön. Ich habe mich beim Eckarthaus einmal kurz vergangen, weil ich die falsche Abzweigung genommen habe. Konnte ich aber korrigieren, war jetzt kein Riesendrama, musste nur dann ein Stück wieder hoch. Waren dann nochmal ein paar zusätzliche Höhenmeter. Insgesamt Höhenmeter, Aufstieg waren es gesamt laut GPS 350 ungefähr. Davon ca. 200 eben in der Wand selber am Klettersteig. Und ja, insgesamt eine super schöne Tour, so anstrengend, aber echt genial. Das Wetter war eigentlich perfekt zum Wandern. Es war immer wieder ein bisschen Wind und so, weil der dich ein bisschen runterkühlt. Nicht dieser brutale Sonnenschein, die direkte Einstrahlung, weil es ziemlich bewölkt war heute die meiste Zeit, war eigentlich echt gut. Fand ich ganz okay. Ja, hat Spaß gemacht, hat wieder schön Energie verbrannt. ja, war richtig schöne Tour und den GPS-Track verlinke ich euch dann unten noch in der Videobeschreibung. Und ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß gehabt, ich auf jeden Fall. Und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.